Die Wulfener Musikwoche ist ein Ferienkurs für Chormusik. Er findet in den Sommerferien 2023 zum 28. Mal statt. Im Lauf der vielen Jahre wechselten die Akteure. Gegründet wurde das Chorprojekt 1994 von den Kantoren der beiden Barkenberger Kirchenchöre Albert Göken und Christoph Hillenhütter. Im Jahr 2003 änderte sich die musikalische Leitung und das Organisationsteam. Nach einem Jahr Pause gelang der Neustart der Wulfener Musikwoche mit Wolfgang Endrös als Konzertmeister. Zehn Jahre lang verwirklichte er nun seine fantasievollen Konzepte mit wachsendem Zulauf. Der Chor der Musikwoche hatte oft mehr als 100 Stimmen. Einige Musiker wurden zu stetigen Wegbegleitern. Wolfgang Endrös entwickelte die Musikwoche über die reine Probenarbeit hinaus zu einem regelrechten Fortbildungsprogramm mit Ausstellungen, Vorträgen zu den Komponisten, den Werken oder der historischen Hintergrundsituation. Doch dann kam Corona. Alle Pläne waren plötzlich hinfällig. Kurzfristig wurde ein neues Projekt entwickelt, bei dem die 40 Chormitglieder mit großen Abständen in der Agora des Gemeinschaftshauses verteilt standen. Für Publikum war kein Platz mehr. Das Konzert wurde daher aufgezeichnet. Inzwischen hatte Wolfgang Endrös die Leitung der Dorstener Musikschule übernommen und musste schweren Herzens die Arbeit bei der Wulfener Musikwoche niederlegen. Im Folgejahr kam wegen Corona keine Musikwoche zustande. Aber im Jahr 2022 fand unter der Leitung von Markus Karch wieder eine Musikwoche statt. Sowohl das ausgewählte Programm als auch die Arbeitsweise des neuen Chorleiters stießen auf große Zustimmung. Allerdings waren beim Abschlusskonzert nur 58 Teilnehmer und knapp 100 Zuhörer dabei. So musste der ausrichtende Verein seine Ressourcen weitgehend aufbrauchen, um das entstandene Defizit abzufangen. Deshalb brauchen wir nun Ihre Unterstützung, damit wir auch in diesen unsicheren Zeiten wieder eine Chorwoche veranstalten können. Bitte helfen Sie uns beim Wiederaufbau der traditionsreichen Wulfener Musikwoche.